Hallo ihr Lieben, ich melde mich endlich mal wieder. Und zwar bin ich gerade im Stall angekommen und werde jetzt gleich den Quinn reiten. Beziehungsweise erstmal werde ich das Heu machen. Die bekommen nämlich gerade alle nasses Heu, weil sie leider husten. Die letzten 2 Tage war es aber bei Quinn schon deutlich besser. Deshalb hoffe ich, dass es so bleibt. Und dann möchte ich vielleicht noch ein bisschen Bodenarbeit mit ihm machen. Das haben wir nämlich schon wirklich lange nicht mehr gemacht. Und das möchte ich jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall öfter machen. Und ich dachte, ich filme einfach mal heute ein bisschen mit. Ich habe auch heute das Stativ dabei und bin guter Dinge, dass ich heute auch wirklich was beim Pferd mitfilmen kann, weil es ist super schönes Wetter. Ich hoffe, das bleibt so. Es soll nämlich eigentlich gar nicht so schön sein heute. Und ja, deshalb kann ich auch dann auf den Springplatz oder Dressurplatz mal schauen. Genau, auf jeden Fall fange ich jetzt erstmal an mit dem Heu und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Alle Pferde haben jetzt erstmal Frühstück und später, wenn ich mit allem fertig bin, kriegen sie dann nochmal ein bisschen, weil ich jetzt nicht so viel gefüttert habe. Nekro hat auch bekommen und Pino ist auch schon hier draußen am Futtern. Er kriegt sein Futter immer aufs Paddock, weil er sonst alles in seiner Box verteilt. Ja, und bei dem schönen Wetter kann er ja auch draußen futtern. Ich bin jetzt am Schrittreiten und wir machen heute ein bisschen entspanntes Programm. Ich bin auf dem Springplatz. Ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich so ein paar kleine Sprünge, einfach nur, dass er halt mal ein bisschen Abwechslung hat. Er wird im Moment relativ normal gearbeitet, aber halt nur so viel, dass er nicht schwitzt und sich nicht extrem anstrengt. Genau. Weil der Husten ist zwar jetzt die letzten 2 Tage besser geworden, aber davor war es schon ziemlich extrem. Ja, es ist ziemlich schade. Wir waren nämlich davor im Konditionsaufbau. In 2 Wochen wäre nämlich unser Geländeturnier gewesen, das wir letztes Jahr auch geritten sind. Und da hätte ich so, so Lust drauf gehabt. Und ich glaube, Quinn hätte da auch wieder richtig Spaß dran gehabt. Das hat er nämlich beim letzten Mal so super gemacht und da hat man auch richtig gemerkt, wie er Bock drauf hat. Aber mit Husten geht es natürlich nicht. Das ist ja schon sehr viel Belastung für ihn. Ja, deshalb mal schauen. Ich hoffe, dass der Husten besser wird. Aber in 2 Wochen aufs Turnier fahren ist wahrscheinlich nicht drin. Und da geht halt auch einfach seine Gesundheit vor. Ja, alles andere kann man nachholen, aber jetzt ist erstmal wichtig, dass er wieder richtig fit wird. Es ist einfach so krass. Beim letzten Jahr auf dem Turnier hatte ich Angst, dass er nicht ins Wasser geht bei der Geländestrecke. Und da wäre es auch undenkbar gewesen, dass er ohne Stress zu schieben durch eine Pfütze oder durchs Wasser geht. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob man es richtig sieht, aber... Er läuft inzwischen total lieb und zuverlässig durch jede Pfütze und hat damit überhaupt gar keinen Stress mehr. Da hat sich die Arbeit auf jeden Fall gelohnt. Gell, Quinny?
kurze Einblende aus der Zukunft. Ich habe gerade mal kurz über die Videos von heute drüber geschaut, die ich mit dem Pivo gefilmt habe. Und ich habe festgestellt, dass ich vergessen habe auszustellen, dass er zoomt. Und ich glaube, dadurch hat er mich auch sehr, sehr oft einfach verloren. Oder man sieht mich nur zur Hälfte oder was auch immer. Ich schaue dann später beim Schneiden, was ich retten kann, dass ihr ein bisschen was vom Reiten seht. Das Ergebnis kommt jetzt. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it. Took away my loneliness, so oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together. Together was always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. We jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Er war heute richtig, richtig gut. Also, er hat gebockt, was das Zeug hält, und ist gerannt wie eine Rakete. Aber das ist normal. Also, es ist jetzt so extrem nicht normal. Aber ja, doch, je nachdem, wie seine Laune ist, schon. Die letzten Tage war er halt relativ träge, beziehungsweise wenn es jetzt nicht Quinn wäre, würde ich sagen, er war normal. Aber ich weiß, wie Quinn ist. Und für ihn war es träge. Und heute, also er war gestern schon ein bisschen fitter, hatte ich das Gefühl. Und heute hat er einfach Bock gehabt. Hatte wieder richtig Energie. Ich habe ihn dann halt auch einfach mal laufen lassen. Und er ist jetzt ein bisschen feucht am Hals, aber nicht wirklich geschwitzt. Wenn ich jetzt 2 Minuten Schritt reite, dann ist er trocken. Und er ist hier wirklich gerannt, rumgebockt. Ich bin ja über diese kleinen Sprünge da drüber. Und er hat kein einziges Mal gehustet. Und lief einfach richtig locker und richtig zufrieden. Und am Ende war er dann auch einigermaßen wieder klar im Kopf. Ich meine, um ihn wirklich müde zu reiten, da muss man ihn schon mehr arbeiten. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich möchte natürlich jetzt nicht übertreiben oder sonst irgendwas. Ich werde ganz ruhig weitermachen. Ich meine, wenn er bockt und rennt, dann ist es sein Ding. Dann lasse ich ihn auch mal laufen. Er muss ja seine Energie irgendwie loswerden. Aber halt eben alles im Rahmen, dass er sich nicht überanstrengt. Aber werde es jetzt auf jeden Fall mal beobachten und mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich finde, er ist so ein Muskelpaket geworden. Er hat so einen schönen Hals gekriegt. Gell, Quinn? Ein bisschen zunehmen muss er jetzt wieder. Hat er durch den Husten ein bisschen abgenommen. Aber sieht gut aus, der kleine Kerl. Gell, Quinn? Ja, kackst du erstmal. Vielen Dank. Claudia hat gerade Quinns Box gemistet. Und jetzt muss aber noch mal Einstreu rein. Wir haben ihn nämlich jetzt vom Stroh auf Waldboden gestellt, weil er durch den Staub vom Stroh halt auch noch mal vermehrt gehustet hat. Und jetzt kommt erstmal wieder frisches Einstreu in seine Box.
Ich mache jetzt für Quinn noch Mesh. In der Zeit gibt es für mich auch noch Stärkung. Und ich warte jetzt gerade darauf, dass das Wasser kocht. Das dauert hier immer so ewig, ich weiß auch nicht warum. Und dann mache ich aber erst noch ein bisschen Bodenarbeit. Und dann kriegt er sein Futter. Und wenn ihr sonst keine Probleme habt, dann kauft ihr euch Manuka-Honig und füttert es eurem Pferd. Ich sag's euch. Das ist Wahnsinn. Ich denke, schätzt mal in den Kommentaren, wie viel das gekostet hat. Bin mal gespannt, wer es richtig errät. Aber ihr dürft nicht googeln. Also einfach mal schätzen, das ist ein 500 Gramm Glas, beziehungsweise es ist nicht mal ein Glas. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon hier erzählt habe, aber auf Instagram auf jeden Fall. Ich werde dieses Jahr umziehen. Und es kommt jetzt alles schon sehr viel näher. Also wir haben jetzt März und wahrscheinlich werde ich im Sommer auf jeden Fall umziehen. Also spätestens im August, aber wahrscheinlich schon vorher. Und es passieren ganz viele crazy Dinge. Und dann bin ich wieder in Baden-Württemberg. Dabei mochte ich es eigentlich hier in Hessen sehr, sehr, sehr gerne. Ich werde auch den Apfelwein mit dahin bringen. Also es ist ja dort gar kein Ding, aber hier, zumindest bei uns, ist es voll das Ding. Und ich lieb's. Also ich muss mal gucken. Wir haben hier im Stall auch einen Kühlschrank. Ah nee, ist noch nicht im Sommermodus, weil im Sommer ist der voll mit Apfelwein. Ich habe jetzt schon ein bisschen Bodenarbeit mit ihm gemacht und er ist so entspannt und macht so gut mit. Ich bin total begeistert. Also ich muss es jetzt auf jeden Fall öfter mit in den Tagesplan mit einbauen. Wochenplan, was auch immer. Auf jeden Fall macht er richtig, richtig gut mit. Wir haben auch neue Sachen geübt, zum Beispiel das Seitwärtslaufen vom Boden aus hat er heute zum ersten Mal gemacht und kann es einfach schon richtig, richtig gut. Also er macht wirklich super mit. Ich bin total begeistert, habe auch den Eindruck, dass er Spaß dran hat und wirklich entspannen kann dabei. Ja, ich werde jetzt mal das Stativ aufstellen und dann kann ich euch ein paar Einblicke zeigen. Na du? Kriegst du jetzt noch dein Mesh, hä? Ja. Findest du super. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen warmes Wasser reingemacht, weil es schon komplett ausgekühlt ist. In der Zeit, in der wir draußen waren. Und jetzt ist es
wieder schön warm. Und er liebt's. Okay, Quinn, findest du super. Ich warte jetzt noch, bis der Quinn sein Mesh fertig gegessen hat. Und dann bin ich auch fertig. Die Box ist gemacht. Sie sind gefüttert. Wir haben jetzt auch schon 13:30, also ich bin seit 4,5 Stunden ungefähr im Stall. Jetzt macht er gerade Sauerei. und ja, jetzt warte ich noch, bis er fertig gegessen hat und dann fahre ich nach Hause. Weil ich heute Abend auch nochmal Heu mache, sprich ich fahre dann heute Abend nochmal in den Stall. Aber da werde ich dann nicht mehr mit filmen, weil da muss ich ja nur noch Heu machen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so super spannend. Deshalb verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!